Hongkong. Ein Ozean von Hochhäusern im südchinesischen Meer. Verewigt durch den Filmemacher Wong Kar-wai in seinem grandiosen Film In the Mood for Love. Unvergessen auch dessen Filmmusik. Es ist die Geschichte einer unmöglichen Liebe in der Enge einer Riesenmetropole, die besonders in den 1960er Jahren noch zerrissen ist zwischen der asiatischen Kultur und ihrem Status als britische Kolonie. Ist die altmodische Atmosphäre von In the Mood for Love heute auch nur noch schwer nachzuvollziehen, so lässt sich diese Stimmung in einigen Vierteln und Verkaufsbuden immer noch erahnen. Und man kann verstehen, wie Hongkong zur Muse des berühmtesten Filmemachers der Stadt werden konnte. Alles beginnt hier, in der legendären Victoria Bay. In den 60er Jahren verband nur der Schiffsverkehr die Insel Hongkong mit der gegenüberliegenden Halbinsel Kowloon auf dem südchinesischen Festland. Wie auch seine Heldin kommt Wong Kar-wai in den 60er Jahren als Fünfjähriger mit seiner Mutter hierher und wird schlagartig mit der westlichen Kultur konfrontiert, die sich mitten im Wandel befindet. Victoria Harbour war in den 60er Jahren wie auch heute das Herz von Hongkong. Viele Migranten erreichten es mit dem Schiff. Das war also ihr erster Eindruck. Als Mao 1949 an die Macht kam und die Volksrepublik China ausgerufen wurde, lief es schlecht für die Geschäftsleute, für all diejenigen, die in der Industrie arbeiteten. Mit der Einführung der Planwirtschaft haben damals viele ihren Besitz und ihr Land verloren. Nach dem großen Sprung 1958 kam es zu einer Hungersnot, die eine weitere Einwanderungswelle zur Folge hatte. Die meisten Menschen, die in Hongkong leben, sind nicht hier geboren. Es war eine Einwanderungsstadt. Im Film In the Mood for Love geht die Hauptfigur nach Singapur. Das war nicht ungewöhnlich. Die Menschen bewegten sich kreuz und quer durch alle Regionen, in denen man Chinesisch sprach. Dann kamen sie mit den kulturellen Eigenheiten im Gepäck zurück. Hongkong war in jeder Hinsicht multikulturell. Sprache, Kultur, Speisen. Für Wong Kar-wai war alles ungewohnt. Er hat eine Weile gebraucht, um sich einzuleben und fühlte sich immer als Fremder. Und das spürt man in seinen Filmen. Der junge Wong Kar-wai entdeckt das Viertel Shung Wan. Um der Atmosphäre des Films nachspüren zu können, muss man durch das Labyrinth an kleinen Gassen in der Altstadt schlendern, dem einstigen Ankerpunkt der chinesischen Gemeinschaft. Das Viertel war von Chinesen für Chinesen entwickelt worden. Es war lange Zeit eine Art Elendsviertel. Darin entstand eine Mischung aus, für die 60er Jahre, modernen Wohnungen und alten Geschäften im chinesischen Stil der 1850er, 60er Jahre. Wong Kar-wai empfindet eine gewisse Nostalgie für die 60er Jahre, weil er da aufgewachsen ist. Vieles an seiner Betrachtungsweise ist sehr eigen und entspringt seiner Fantasie. Die Menschen um ihn herum stammten alle aus Shanghai. Sie standen noch mit einem Fuß im kantonesischen System. Aus all diesen Eindrücken entwickelt er seine eigene Version der Dinge, eine Art Melting Pot. Sie fließen in Shung Wan zusammen. Diese Mischung findet man auch weiter östlich wieder, in North Point. Mit seinen überfüllten Straßen und dem nicht nachlassenden Menschenstrom hat sich dieses Viertel seine 60er-Jahre-Atmosphäre bewahrt. Hier haben sich die Einwanderer aus Shanghai niedergelassen und leben zusammen gepfercht in winzigen Wohnungen. Eine Enge, in der sich die asiatische Mentalität schonungslos manifestiert. Wong Kar-wai stellt die Gefühle seiner Figuren brillant durch die Art dar, wie er sie filmt. Eingeschlossen durch Fensterscheiben, Hauseingänge, Flure,
kleine Gassen oder an Hauswände gedrängt. Man hat wirklich den Eindruck, dass die Personen in seinen Filmen körperlich leiden. Das vermittelt ein Gefühl der Isolation. Man empfindet es sehr stark, da es sich auf dem Bildschirm abspielt. Doch auch die soziologische Realität dieser Viertel hat Wong Kar-wai wie kein anderer erfasst. Anstatt sich um die eigenen Angelegenheiten zu kümmern, laden die Hongkonger einander ständig ein. Ist doch heute bei mir. Was macht ihr? Sind die Schuhe neu? All diese Kommentare sind zweideutig. Wo hast du die Schuhe her, bedeutet, ich weiß, dass dein Mann die gleichen Schuhe oder die gleiche Tasche seiner Geliebten geschenkt hat. Oder komm zum Essen zu uns, bedeutet, ich weiß, dass du dich lieber mit deinem Geliebten treffen willst oder dem, von dem ich glaube, dass er dein Geliebter ist. Also komm zu uns, dann kannst du nicht zu dem Treffen gehen. All diese Doppeldeutigkeiten sind im Film omnipräsent. Als sie in diesen winzigen Wohnungen eingezogen sind, konnten sie ihren Reichtum nur zeigen oder sich von ihren Nachbarn nur abgrenzen, indem sie sich besonders kleideten, durch ihren Ernährungsstil oder durch Angestellte, die sie mitgebracht hatten. In The Mood for Love zeigt all diese Dinge. Diese mangelnde Intimsphäre treibt die Hongkonger aus ihren Wohnungen. Damals gibt es an jeder Ecke ein Dai Pai Dong, kantonesische Straßenrestaurants, die von den lockeren Bestimmungen profitieren und überall in der Stadt aus dem Boden schießen. Kar-wai kaufte regelmäßig für seine Mutter in diesen Straßenrestaurants ein, wenn sie mit ihren Freundinnen Mahjong spielte. Es war eine willkommene Abwechslung für ihn, um aus der Enge des Shanghaier Umfelds herauszukommen. Die Straßenrestaurants sind ein Paradox. Hier wird die Immigrantin aus Shanghai mit ihrer Klasse und ihrer Eleganz mit der Hongkonger Realität konfrontiert, die sehr hart und ein bisschen primitiv sein kann. Seltene Momente gestohlener Freiheit sind Nährboden des Verlangens. In dem Moment, wo sie gemeinsam essen, wo sie sich die Nahrung teilen, vernaschen sie sich quasi gegenseitig. In einer Szene gibt er ihr ein bisschen Senf auf den Teller, den sie gleich darauf nimmt. Sie geben sich ihrem Verlangen hin, aber auf subtile Weise. Um die erotische Spannung zwischen den Filmfiguren darzustellen, nutzt Wong Kar-wai ein weiteres sinnliches Symbol der Weiblichkeit. Das Qipao, jenes chinesische Kleid, das die Frauen in seinem Umfeld trugen. Ursprünglich wurde dieses lange, schmal geschnittene Kleidungsstück von Manchu-Frauen zu Zeiten der Qing-Dynastie getragen. Damals saß es noch locker. Während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahm es die jetzige enge Form an und war den modernen und dynamischen Chinesinnen vorbehalten. Eine der wenigen Boutiquen, in denen man dieses weibliche Accessoire erwerben kann, befindet sich im Viertel Shungwan. Seit knapp einem Jahrhundert fertigt dieses Geschäft Qipao nach Maß an. Das Qipao ist ein sehr sinnliches Kleidungsstück, denn es ist häufig aus Seide, insbesondere im Film. Man hat Lust, die Seide zu berühren. Auch auf der Leinwand kann man die glatte Seide beinahe fühlen, dieses sanfte Material. Es ist elegant, ohne streng zu sein. Es hebt die weiblichen Formen hervor, besonders im Bereich der Taille und der Hüften. Durch diesen glatten, weichen Stoff fühlt es sich beinahe so an, als würde man den nackten Körper der Frau berühren. Dieses Kleid ist in den 60er Jahren in Hongkong so sehr in Mode, wie es in der Volksrepublik China unter Mao Zedong verboten ist, wo es durch die Blaumänner der Arbeiterklasse ersetzt wird. Im Film In the Mood for Love fungiert das Qipao nicht als Kleidungsstück oder Kostüm, sondern als eigenständige Figur. Die Art, wie dieses Kleid für die Kamera inszeniert wird, in verschiedenen Farben und mit wechselnden Mustern, drückt die jeweilige Stimmung der verliebten Hauptfiguren aus.
In den 60er Jahren war alles versteckt, gedeckelt. Daher dient das Unausgesprochene als Gerüst für den Film. Die Figuren vermitteln sich hauptsächlich durch ihre Körpersprache, durch die Art, wie sie sich bewegen. Der Ortsteil Causeway Bay ist die Wiege des kommerziellen Hongkong und birgt versteckte Schätze, die an die Stimmung von In the Mood for Love erinnern. Wie einst Wong Kar-wai in seiner Jugend träumen die Protagonisten des Films davon, ihrem engstirnigen Umfeld zu entfliehen, moderne Orte aufzuspüren, die ihr Fernweh wecken und ihr Bedürfnis nach Veränderung. Wie dieses Restaurant mit internationaler Küche, ein Juwel, in dem Liebende den Blicken der anderen entkommen und sich ihrer Leidenschaft hingeben können. Im Film lädt Tony Maggie in dieses Restaurant ein, weil es dort westliche Küche gibt, die damals in Mode war. Ein idealer Ort, um sie zu beeindrucken. Dazu lädt man eine Frau nicht in ein traditionelles chinesisches Restaurant ein. Ein westliches Restaurant eignet sich für damalige Verhältnisse besser dazu, um zu zeigen, dass man modern ist und dem Puls der Stadt folgt. Es ist sehr interessant, wie Maggie in dieser Szene dargestellt wird. Sie ist zwar immer noch genauso elegant in ihrem schönen Qipao, die Frisur sitzt auch perfekt, aber die Art, wie sie über das Steak herfällt, ist beinahe animalisch. Man spürt ihr Begehren für ihn. Hinter der perfekten Oberfläche steigt das Verlangen in ihr auf. Doch das Gewicht der damaligen Konventionen wiegt schwerer. Die Handbewegungen werden in der Szene ganz besonders unterstrichen. Häufig sind die Hände sehr nah beieinander. Man denkt, dass sie sich gleich berühren. Aber nein. Die Hand rutscht weg. Es gibt immer eine Bewegung, die verhindert, dass sich die Hände berühren. Sie könnte ihn haben, aber irgendetwas hält sie zurück. Der Kampf, den die Filmheldin austrägt, um ihrem Verlangen nicht nachzugeben, symbolisiert, wie schwer die Traditionen im Hongkong der 60er Jahre wiegen. Obwohl die Sitten durch den westlichen Einfluss bereits lockerer waren, ist die chinesische Moral stärker. Er will in seinem Film ein Hongkong zeigen, das im Begriff ist zu verschwinden. Er empfindet eine Dringlichkeit, dieses Bild der Stadt zu zeigen, bevor es für immer verloren ist.